Sonnabend, 23. Juli 1960, Start und Ziel, kurz vor 16.45 Uhr. Vor einer halben Stunde ging ein starker Regenschauer nieder. Und Sekunden nur noch trennen uns vom Start des Rennens der Gespannmaschinen bis 500 Kubikzentimeter. Laut Reglement wird mit laufendem Motor gestartet. In der ersten Reihe stehen auf dem besten Startplatz als Trainingsschlenzte die Schweizer Meister und alten Widersacher der westdeutschen Gespann-Elite Florian Kamathias mit seinem Beifahrer Piston auf einer werksbetreuten BMW. Daneben die in diesem Jahre fantastisch in die Weltelite gekommenen westdeutschen Helmut Fahrt und Alfred Wohlgemuth mit ihrem selbstgetrimmten BMW-Einspritzmotor, womit sie nach ihren Siegen in diesem Jahre vor allem bei der Tourist Trophy in England auf dem Wege zur Weltmeisterschaft und zur deutschen Meisterschaft sind. Ebenfalls in der ersten Reihe noch die unwahrscheinlich schnell nach vorne gekommenen westdeutschen Nachwuchsfahrer Max Teubel, Horst Höhler, die die ehemalige BMW des im letzten Jahr aus dem Rennsport ausgeschiedenen Weltmeisterpaares Schneider-Strauß fahren. In der zweiten Reihe Scheidegger Burkhardt BMW und Strupp Zecco BMW, beide aus der Schweiz und ebenfalls absolute Weltklasse. Das Duell wird wie so oft zwischen Kamathias und Helmut Fahrt ausgetragen werden. Aber jetzt ist es soweit. Rennleiter Ilk hebt die Startflagge. Start! Da zieht der dichte Pulk über die eben nass gewordene Bahn in einem wahren Wassernebel durch die Glemseck-Kurve hinauf zur Hedersbach-Kurve. Und wir wollen jetzt hören, was uns Ernst Heiter oben hinterm Frauenkreuz am Dreispitz berichtet. Wir haben hier oben den Start gut mitgekriegt und hören die Spitze schon am Frauenkreuz. Und da kommen sie hier runter in die leichte Linkskurve. Kamathias und Fahrt nebeneinander. Dahinter Scheidegger, Butcher, Quelle, Teufel, Mutter, Ludwighauser, Ehepaar Poster. Hier ist Start und Ziel. Wir warten schon eine Weile und gleich müssen sie nach der ersten Runde aus dem Madental herauskommen. Da sind sie! Kamathias vor Fahrt und in dieser Gruppe Scheidegger. Und tatsächlich Max Deubel, Horst Höhler. Diese Position ist sehr gut für die beiden Jungs. Das waren Otto Kölle, Dieter Hess auf ihrer Hausstrecke. Und nun müsste eigentlich Kutscher Schmidt kommen. Da sind sie schon. Dahinter Ritter Hörner und Ludwighauser Fester. Und schließlich das Ehepaar Foster aus Australien auf der ersten Nordbahn. Das waren die Nummern, die ich so schnell erkennen konnte. Und für die beiden Spitzenfahrer lief unsere Stoppuhr hier. 5 Minuten 35 Sekunden. Das ist ein Schnitt von etwa 122,7 in der Startrunde auf der regenklassigen Strecke als Auftakt. Ganz schön. Warten wir ab, was sich weiter ereignet. Es scheint, als wenn Fahrts Maschine besser aus den Ecken herauskommt. Da hinten rollen die Schweizer Strupp und Zecco mit stillem Motor an die Boxen. Sie haben den Sturzhelm abgenommen aus der Traum. Schon am Dreispitz kamen sie als Letzte vorbei. 4. Runde. Ja, nun ist es doch eingetroffen. Streckensprecher Jochen Lupp meldet dem Lautsprecher, dass Fahrt im Schattenrund an Kamathias vorbeigekommen ist. Schon ist Fahrt hier bei Start und Ziel. Ja.
dahinter. Er hat Fahrt ganz schön vorlassen müssen. Wir melden uns am Ende der 9. und letzten Runde nach 103 Kilometer Renndistanz wieder hier bei Start und Ziel. Und wir haben den Eindruck, als wenn dies außer dem Fahrt die schnellste Runde des Rennens würde. Kamathias hat sich aber nicht geschlagen gegeben. Er fuhr vorhin 132,1. Aber er hat es nicht mehr schaffen können. Auch das übrige Feld blieb weit abgeschlagen. Und nun hören wir die Spitze im Madental. Die Deutschen haben durchgehalten. Fahrt wohlgemut, wurde als Sieger abgewunken. 47 Minuten, 40,4 Sekunden gleich 129,3. Und tatsächlich die letzte und schnellste Runde auch noch für den Sieger mit 5 Minuten. Herr Präsident Hans Schneider, den Siegerkranz überreicht, die Ballengrenze. Jetzt als letzter bekommt der Helmut Fahrt, der Fahrer, den Siegerkranz. Und zu Ehren der beiden Fahrer steigt die Fahne der Bundesrepublik am Mast empor und es erklingt die Nationalhymne. Wir gratulieren Ihnen, lieber Helmut Fahrt und lieber Alfred Wohlgemuth, und beantworten Sie doch unseren Freunden die Frage, wann haben Sie mit dem Bau Ihres Einspritzmotors angefangen? Vor 3 Jahren haben wir schon angefangen, Einspritzer. Das erste Jahr haben wir unheimlich viele Misserfolge gehabt, Ausfälle und so weiter. Im zweiten Jahr war es besser, gell? Und jetzt hat dieses Jahr, war die Maschine immer einwandfrei, wir haben viel gearbeitet bei der Beifahrer, nicht hauptsächlich, und jetzt hat es halt hingehauen. Wie lange fahren Sie schon mit Fahrt zusammen? Seit das der Rudolf-Kunstfall ist, am Nürburgring, da bin ich das erste Mal in Holland mitgefahren, ja, in Sandburg. Da wollte ich ja praktisch nur voll als Aushilfe fahren. Da haben wir halt Spaß dran gehabt und da sind wir uns immer weiterentwickelt. Nun sind Helmut Fahrt und Alfred Wohlgemuth Weltmeister und Deutsche Meister. Durch den regennassen Solitüdewald klingen Ihnen zu Ehren die Töne des Deutschlandliedes. Überglücklich stehen Sie auf dem Siegerpodium. Ihr Erfolg ist verdient. Und wir reichen Ihnen noch einmal die Hand.